So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster-Marathon für mich, Booster-Opening für euch. Wir starten mit etwas unglaublich Geilem. Cairns of Tarkir. Cairns of Tarkir, ein Set von Made in Belgium. Was steht drauf? 2014. Alter. Ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich für mich so ein komplettes Display gekauft habe. Ach, das wunderschöne Booster hier an. Weil ich damals unbedingt die Fettstände haben wollte. Und, ja. Deshalb dachte ich mir, hey, kaufe ich mir den Quatsch mal. Hol mir mal einen Booster. Das sieht komisch aus. Seht ihr das? Das sieht komisch aus. Egal. Egal. Gucken wir uns mal an, was wir in Cairns of Tarkir haben. Wir haben Naturalize. Wunderschönes Artwork. Ein grünes, ein farbloses, zerstörendes Artefakt oder eine Verzauberung. Oh Gott, das ist so. Ha, wunderschön, das sind die Madu. 6 Mana, 2/2, wenn die ins Spielfeld kommen oder aufgedeckt werden, kriegt man 3 rote 1/1 Goblins. Mit Morph. Cool. Pros, damals gab es Pros, stimmt. 3 Mana, 3/1 Pros. Sagu Archer, 5 Mana, 2/5 Reach mit Morph. Ich weiß nicht, ob ich Morph oder Pros erklären soll. Ihr könnt es mal ganz kurz anhalten und angucken. Es ist ja ein wenig weiter reingezoomt, aber grundsätzlich. Rite of the Serpent. Sind das ja schon fast Evergreens. 6 Mana Sorcery, wir zerstören eine Kreatur und wenn eine Kreatur eine +1/+1 Marke drauf hat, kriegen wir eine 1/1 grüne Schlange, die kein Heft hat. Okay, strange. Ifrit Weapon Master, ist ein Ifrit Monk. Oh, geil. 6 Mana, 4/3, First Strike. Wenn er ins Spielfeld kommt oder aufgedreht wird, kriegt eine Kreatur +3/+0 bis meines Zuges. Hammer. Fliegend Wachsamkeit, ein Kirin. 4 Mana, 2/3. Crippling Chill. 3 Mana Instant. Eine Kreatur enttappt nicht. Während des Enttappt-Segments des nächsten Enttappts, also des nächsten Enttappt-Segments des Beherrschers. Und man tappt die Kreatur und danach zieht man eine Karte. Sage Eye Harrier. 5 Mana 1/5 fliegend mit 4 Mana zum Aufdecken Morph. Singing Bellstrike. 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur. Und wenn man die ins Spiel kommt, tappt man die Kreatur tappt nicht, aber der Beherrscher kann sie für 6 Mana enttappen. Okay. Dann haben wir Riverveal Aerialist. 6 Mana, 4/5 mit Pros, ein Djinn Monk. Die Jeskai waren so ein komisches Völkchen. Taskard Captain, 3 Mana, 2/3 mit Outlast und jede Kreatur mit einer +1/+1 Mana Trampel. Ist gar nicht mehr so bad. Und die letzte, Kintree Invocation. Ein grünes und schwarzes. Wir kriegen einen XX grün-schwarzen Spirit Warrior Token mit Stärke und Widerstandskraft gleich der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Waren Warrior nicht schwarz-weiß in dem Set? Also mit der größten Verteidigungsstärke von Kreaturen, die man kontrolliert. So ist es richtig. Und unsere Rares, oh mein Gott, eine Hooded Hydra. Ich sage mal alles zurück. Das Booster wurde, glaube ich, nicht geöffnet, sonst hätte ich die nicht drin. 2 Grüne und X. 0-0 Kreatur. Kommt mit X +1/+1 Marken ins Spiel. Wenn sie stirbt, kriegen wir eine 1-1 Schlange für jede 1-1 Marke. Und sie hat Morph. Wenn sie aufgemorpht wird, kommt sie mit 5 Marken rein. Super cooles Teil. Super, super cooles Teil. Planes und ein Morph-Token. Ja. Tag hier. Wunderschön. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blacksit. Ciao, ciao.